So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diesmal werden wir jetzt mit den Codes wahrscheinlich, denke ich mal, versuchen, in die CTOS-Zentrale da rein zu gelangen. Und das Ganze schauen wir uns einfach mal an, wie es passiert, was abgeht. Was geht ab? Ah, da vorne ist ja schon das Jetzt haben Ziel. wir Zugang zu Blooms HQ. Verdammt. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Es gibt doch keinen Grund. Ich bin Realist. Hör zu. Ich programmiere einen kleinen Virus, der mich aus ihrem System löscht. Mann, bin ich gut. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Bloom rein. Sicherheitslevel? Oh, gute Frage. Man könnte sagen... Ah, schönes Auto. Set. So. Unaufhaltbar. Die Pony-Miliz arbeitet als Security für Bloom. Das heißt, das wenn ist sie interessant. versagen, verlieren sie den Auftrag. Wenn ich dafür sorge, dass sie versagen, schicken sie mehr Männer. Damit wären weniger bei Bloom. Okay. Stoppen Sie den Konvoi, bevor er Bloom erreicht. Sehen wir uns die Route von Tiburon an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Bin schon mal gespannt, ne? Oh mein Gott. Alter, ist das. Also irgendwas steht mit dem Auto damit, glaube ich. Okay. Da ist ein Dampf vor. Ja, Leute. Oh mein Gott, ist der gepanzert. Ach du Schande, Leute. Okay, aber ich meine, wir haben jetzt wenigstens schon mal schön was ausgemacht hier. Wobei ich denke, es wäre es besser, wenn ich noch früher dort wäre. Also. Ja, das weiß ich, wo der langfährt. Das weiß ich, Leute. Können wir bitte direkt loslegen jetzt? Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Muss so ein bisschen. Ich denke, das Beste wird doch. Da war Platz hier. Autsch. So. Und jetzt mal. Ich muss mal gucken, ob er durchkommt. Da oben wäre es cool, wenn ich da hinkommen würde. Ah. Nein, nicht. Da oben wäre es cool. Also, da haben wir das Dampfrohr. Uiuiui. Klar, mach ich auch immer, ne? Schön an der Wand. So. Du meinst irgendwie auf die Knie oder so? So Leute, müssen wir irgendwie gucken. Wo die Jungs rum. Das ist doch scheiße. Jawohl. Dann.
dran. Ja. War ein bisschen blöd gelaufen. Ich weiß nicht, ich müsste irgendwie so was Besonderes aufziehen. Ich meine, das mit dem Dampfrohr, das hat natürlich was, aber ich hätte gern so ein ganz besonderer Flair irgendwie. Oh, jedes Mal muss ich mir die Strecke anschauen. Ich weiß, wo es lang geht. Leute. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Ich weiß, ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. So viele habe ich jetzt noch nicht gesehen. So. Muss ich doch wohl oder übel mein eigenes Auto dann nehmen. Weil dann habe ich bessere Deckung. Autsch. So. Ich meine, ich könnte auch mal ein Stück weiterfahren oder so. Ich meine, hier war das Dampfrohr. Was haben wir da oben? Das Dampfrohr ist, also ist noch ein Dampfrohr. Okay, von hier ist eigentlich sogar noch besser. Würde ich mal behaupten. So, von da hab ich okay. Zieh die Maske hoch. Alter, wo kommt der denn? Okay. Diesmal habe ich es außerdem dicken direkt erwischt, was? Das ist aber schön. Na, ganz Maske wieder runterziehen. Blum weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann, hätte ich dich doch nur schon früher gekannt. Was wir alle erreicht hätten. Keine Sorge. War doch einfach, oder Leute? Wir es in Chicago. Dark Offer, gar keine Probleme hier. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Mehr. Es wird klappen. Glaube ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server. Das Teil von schon. Und du bist die Legende. Die Dinger von der haben so viel Phase. Power. Die was? Wer? Alter. Die sind so gut wie gar nicht zu steuern, die Autos. Die Zukunft liegt bei Bloom. Das hört sich doch cool an, oder? So. Cool, pingelt er jetzt gerade? Wenn T-Bone mit mir nach Chicago kommt, muss ich in das Gebäude. Blooms Hauptquartier. Security-Experten. Ja, das wird nicht leicht. Und ich bin ein Riesenecho auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. Das ist... Soll ich sagen, zu dem Schilder... müssen wir das natürlich erstmal ein bisschen ausspähen, das Loch da vorne, ne? Weil wir können da nicht einfach so drauf losrennen und hoffen, dass das Ganze irgendwie... gut geht. Ich meine, das ist das Hauptquartier. Das ist... Ich bin beim Eingang. Hey Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Die sehen dich und die Server werden gesperrt. Das wird die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Nö. Ja. Ist doch kein Problem, oder? Leute. Pass auf, ich werde jetzt direkt entdeckt. So kenne ich das. Einfach hin und direkt. Jawohl. Da eine Kamera. Zack.
So. Das muss ich benutzen. Das ist doch ein Witz. Ja, Leute. Ja, das bedeutet ja aber, selbst die Kamera... Okay. Ja, selbst die Kameras dürften mich dann ja theoretisch gar nicht sehen dürfen. So, die Tür müsste ich entriegeln, ne? Torentriegelung ist da drin. Ja. Hat auch irgendjemand schon mal drüber nachgedacht, wie man da reinkommt? Ja, bleibt nichts anderes übrig eigentlich, wie jetzt die Kameras zu benutzen, oder? Kameras, ich brauche irgendwelche Kameras, komm schon. Da hinten. Da hinten könnte ich einen Weg frei machen. Oh, dreh dich schon wieder weg. Folge mal bitte dieser Linie. Ja. Schon haben wir einen Part, um reinzukommen. Nur die Frage, darf ich den ausschalten? Hey, sollte das nicht ausgeschaltet sein? Ja, soll ich das da vorne benutzen? Kann man das irgendjemand sagen? Ja, ich hoffe, der Typ steht nur da rum wie so ein Ölgötzen. So. Loggen wir den Typ nochmal an. So. Das wird gehen. Okay. Sieht okay aus. Huh?
Was? Ich hab doch den Knopf gedrückt. Hey, stopp! Okay. Das ist natürlich scheiße. Aber jetzt wissen wir ja, wie es geht, und dann machen wir jetzt in der nächsten Folge den Allegablatt hier. Warten noch kurz, bis das Bildschirm wieder weg ist. Laden hier, du. So. Moment, wo bin ich denn hier? What? Okay. Das Aussicht haben wir es doch schon geschafft. Sag ich aber mal, wie immer, macht's gut, haut rein und bis zur nächsten Folge.